Maximum Games. Pulsatrix Studios. Unreal Engine. Ja, liebe Gruselfreunde da draußen und damit herzlich willkommen zu Phobia St. Diffner Hotel. Ja, endlich ist die Vollversion erschienen. Und ja, vor ein paar Wochen haben wir ja die Demo gezockt. Ich weiß nicht, ob ihr es geschaut habt. Und ja, ich freue mich schon riesig auf dieses Spiel, weil es sieht wirklich richtig, richtig cool aus. Und es gibt jetzt sogar Raytracing, also für alle, wo eine RTX-Grafikkarte haben, können in den Genuss kommen von besserer Beleuchtung und die ganzen Effekte sind überarbeitet worden. Und ja, das Spiel gibt es auch für PlayStation 5. Und ja, vielleicht noch kurz was zur Geschichte, falls ihr es noch nicht kennt. Im St. Diffner Hotel verschwinden immer wieder Hotelgäste auf mysteriöse Weise und es soll angeblich auch spuken in diesem Hotel. Und wir haben irgendwie einen Tipp bekommen, dass wir uns da mal umschauen sollen und der ganzen Sache auf den Grund gehen sollen. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt mal rein. Ich mache aber allerdings erstmal kurz die Musik ein bisschen leiser. So müsste es ungefähr passen. Und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt schon rein. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß auf jeden Fall. Es wird auch Monster geben, denen wir begegnen, die man entweder mit Feuerkraft besiegt oder eventuell wegläuft, sich versteckt und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, genug gelabert. Viel Spaß. Prolog. Shit. Where am I? No. Okay. No, no, no. I have to get out of here. Wir wachen mal komplett woanders auf wie bei der Demo. In der Demo sind wir ja in einem Hotelzimmer aufgewacht direkt. Und jetzt wachen wir hier in so einer Gefängniszelle auf. Okay. Sehr interessant. So, Facecam ist auch eingeschaltet. Darf natürlich bei einem guten Horrorspiel nicht fehlen. Und ja, wie gesagt, wir sind hier in dieser Zelle aufgewacht. Und in der letzten, also in der Demo sind wir ja im Hotelzimmer aufgewacht. Das ist schon mal die erste Neuerung. Ja, was haben wir hier? Okay. Maskora. Markieren. Lauf. Ah. Lauf. Ja, das ist sehr gut. Okay, gleich mal Metallschlüssel. Verwendung von Gegenständen. Navigiere zunächst zu dem Element, das du verwenden möchtest. Wähle dann das Element aus, um das Untermenü zu öffnen. Verwenden. Gut, das kennen wir ja noch aus der Demo. Da hat sich nicht so viel geändert. Okay, und schon sind wir draußen. Wenn es immer so einfach wäre, ne? In einem Seems Gefängnis. Like no one else is around. Now's my chance. Taschenlampe oder irgendwas? Okay. So, wir haben ja auch keinen Schlüssel. Brauchen noch. Ich weiß ja nicht, ob wir in die Zellen rein müssen. Ah, hier hängen noch eine ganze Menge Schlüssel rum. Okay. Interessant. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir die direkt mal. Warum nicht? Licht einschalten, ganz wichtig. Hier irgendwas Interessantes? Ich weiß, ich habe die Dokumente schon gesehen. Wir lesen als allererstes das mal. Okay, Name Ruao Lewis, Status in Gefangenschaft, Datum 6.5.1960, Ort Hotel St. Diffne,
Und Spionage. Okay. Warum ist in einem Hotel ein Gefängnis? Das ist schon mal die erste Frage, wo ich mir stelle. Heute Morgen haben wir in einer Abstellkammer diesen Kerl entdeckt. Er hat versucht, sich zu wehren, aber wir konnten ihn überwältigen. Das ist das erste Mal, dass es jemanden außerhalb des Heiligen Pfades gelungen ist, unsere Einrichtung in diesem Ausmaß zu infiltrieren. Er wird zusammen mit den Verrätern in den Arrestzellen bleiben. Wir werden schon bald mit dem Verhör beginnen, da wir herausfinden müssen, was er weiß. Statusbericht, 7.5.1960. Wir haben dem Spion ein Notizbuch abgenommen. Den Angaben darin zufolge ist er Reporter und Ermittler. Er versteckt sich schon seit einiger Zeit unter uns und hat viel zu viele Informationen über den Heiligen Pfad gesammelt, um am Leben gelassen zu werden. Nach Rücksprache mit unserem Vorgesetzten soll der Mann eliminiert und das Notizbuch vernichtet werden. Statusbericht 10.05.1960. Der Gefangene ist noch immer bewusstlos. Wir versorgen ihn in seiner Zelle mit Essen und warten auf weitere Anweisungen. Jesus. Ich würde gerade sagen, das ist safe eine Akte über uns. Hätte ich jetzt gesagt. Okay, krass. Was ist das? Was ist von der Zukunft zu erwarten? Okay. Hier haben wir auf jeden Fall nochmal was. Sehr geehrtes Mitglied des Heiligen Pfades. Die neuen Versuchskaninchen sind bereit zum Testen. Die Verfahren beginnen sofort. Der Heilige Pfad zählt auf ihre Mitarbeit bei der ordnungsgemäßen Registrierung der Patienten über das Prinzip des freien Willens. Davy Meneses. Ist das so eine Art Sekte? Vielleicht? Hätte ich jetzt gedacht. Und dieses Sandifne Hotel scheint ja nur so ein Vorwand zu sein. Also von außen halt das perfekte Hotel. Hotel, aber in Wirklichkeit werden irgendwelche Experimente gemacht. So, das ist Nummer 5. Öffnet Nummer 5, da ist es doch schon. Keine Ahnung, warum ich die Zellen jetzt hier aufschließen muss. Aber vielleicht finden wir da drin irgendwas Interessantes. Vielleicht noch eine Notiz oder so. Scheint gar nichts zu sein. Hier ducken kann man sich auch. Hier scheint nichts zu sein, okay. Das ist Nummer 5. Okay. Scheint auch nichts zu sein. Irgendwas, da ist was. Nummer 4. Zumindest leuchtet da irgendwas. Finde das Notizbuch. Hier, da kann man irgendwas drin verstecken, wie es aussieht. Das ist Nummer 3. So. Ach so. Wir haben nur Nummer 2. I can't leave until I find my notebook. It's too important. Ich vermute mal, dass wir hier nicht reinlaufen sollen. Ich starte von aus, oder? Ist Zelle Nummer 2. Okay. Hier haben wir ja einen Schlüssel auch gefunden. Aber hier ist auch nichts drin. Zelle Nummer 1. Hier war unsere Zelle. Aber sind halt zumindest nicht mehr alle Schlüssel. Was ist das? Kalender. Mai 1960. Okay.
nicht viel. Ah. Das ist doch mein Notizbuch. These bastards. Okay. I can't let them destroy my notes. Gotta find somewhere to keep them safe while I look for a way out. Ah. Okay. Maybe inside one of these cells. Warte, das ist. Hier was. That hole in the bricks should work perfectly. I'll come back for you. I just need to find a way out of here first. Ja, schlau gemacht. Auf jeden Fall. Haben wir zumindest schon mal unsere Informationen gesichert. Was das auch immer. Oh ja, genau, den kennen wir doch aus der Demo. Wie wär's mal mit Laufen? Kein Plan, wo ich hin muss. Ich würde sagen, wir laufen einfach mal. Geplant, oder? Oder doch? Keine Ahnung, ey. Okay, Poisatrix Studios. Anscheinend war es doch geplant. Okay. Willkommen im Hotel St. Diffne. Alles klar. Jetzt sieht's doch auf jeden Fall schon einladender aus, würde ich behaupten, oder? Hm. Seems like nobody's here. She's gone again, huh? My apologies for keeping you waiting. Oh, it's no problem. I actually just got here. That girl. Always running off somewhere. Right. So, should I just wait here, or... No, 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 no. I can take it from here. How does the old saying go? If you want something done right... Do it yourself. Ah, precisely. So let's see here. What is your name, sir? Lopez. Roberto Leche Lopez. Roberto, Let's see. Ah, here you are. And to what do we owe the pleasure of your visit, Mr. Lopez? Tourism? Work? Or simply looking for an escape? Work, actually. I'm a journalist. You wouldn't happen to know anything about the strange things people have been reporting around here, would you? Room 610, Block B. The elevator is just through those doors, straight ahead on the right. Oh, okay. I truly hope you're the right person, Roberto. Please,
Enjoy your stay. Right. Thanks. Der Typ ist ja mal gar nicht merkwürdig. Okay. Hat unserer Frage gekonnt ausgewichen, muss ich sagen. Achso, ich sollte den Schlüssel noch mitnehmen. Kann ich auch das lesen, was da steht? Hallo? Okay, September 2009. Okay. Ich weiß noch, Prolog war es 1960, wenn ich mich richtig erinnere. Wir können uns ja hier erstmal ein bisschen umschauen. Wir gehen gleich auf unser Zimmer. Ich will mich nur ganz kurz hier ein bisschen umgucken. Tris Trilhas, St. Diffner Hotel. Such a lovely place. Okay. Liegen überall Unterlagen rum, aber ich kann sie nicht aufnehmen. Es scheint hier der Frühstücksraum zu sein und eventuell die Bar für den Abend. Also es ist ein schönes Hotel, muss ich sagen. Fällt mir. Jo. Wo es hier noch hingeht. Whoa. Ah. Stephanie wasn't kidding. What the fuck? This place looks incredible. I can't wait to settle in and get started. Also es ist ein sehr, sehr schönes Hotel, muss ich sagen. Fällt mir richtig gut. Okay, er ist weg. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Wenn wir uns ja nochmal in Ruhe ein bisschen umschauen, bevor wir auf unser Zimmer gehen. So, was gibt's hier? Auch nochmal irgendeinen Aufenthaltsraum. Da ist ein schönes Feuer, wo brennt. Ah, ist schon sehr gemütlich hier, muss ich sagen. Gefällt mir. Und was macht ihr denn so, wenn ihr ein Hotel gebucht habt? Tut ihr auch als allererstes erstmal alle Türen öffnen und schauen? Schaut euch um oder geht ihr direkt aufs Zimmer? Das würde ich mich gerne mal interessieren. Schreibt es doch gerne in die Kommentare. Ich tue natürlich erstmal alle Türen öffnen, überall rumgucken. Natürlich auch hier reingehen, wo es Personal ist. Was steht hier? Favor Naotoka. Ah, nicht anfassen. Enigma-Maschine wurde im frühen 20. Jahrhundert zum Verschlüsseln von Texten verwendet. Okay. Sammlerwaffen. Waffen, die dem Propheten Christopher gehörten. Ah, das finde ich ja echt cool, dass man hier so ein paar Sachen noch angucken kann. Antiquitäten. Objekte, die dem Propheten Christopher gehörten. Okay. Cool. Sehr viel gibt es ja jetzt hier nicht mehr zu entdecken. Es schifft wie aus Eimern draußen. Gefällt mir, lieb ich. Also ich finde es ja sowieso ein Riesenfan davon in Horrorspielen, wenn es richtig schön gewittert, donnert und regnet. Es kommt für mich so eine richtig schöne Gruselatmosphäre auf. Das gefällt mir richtig gut. So, Elevator Block A, Aufzug Block A. Aber wir müssen ja zu Block B, glaube ich. Wenn ich mich recht erinnere. Hier da oben ist schon mal alles gesperrt. Warum auch immer. Die Elevator Block B. Das müsste ja unsere Richtung sein. Was ist hier? Lesen. Theaterabend im St. Diffner Hotel, 19. September. Klavierkonzert im Theater des St. Diffner Hotels, 18. September. Okay. Finde das Heilmittel. Flugblatt einer Religion oder Sekte namens Heiliger Pfad. Aha. Die kennen wir doch mittlerweile schon. Den haben wir später noch mehr zu tun, vermute ich. Sei frei. Flugblatt einer Religion oder Sekte namens Heiliger Pfad. Das ist auch nochmal Heiliger Pfad. Suche nach Freiheit. Flugblatt einer Religion oder Sekte des Heiligen Pfades. Okay. Also ich habe schon mal richtig gedacht, dass das eine Art Sekte sein muss. Weil... Und das kann ich mir nicht vorstellen. Ah, der Aufzug ist hier. Okay, wo geht's hier noch hin? Da ist zu. Wir gucken mal drüben noch kurz. Aber ich denke mal, drüben wird die Tür auch zu sein. Okay. Okay, wir müssen drüben zum Aufzug. Deswegen funktioniert der hier auch nicht. Okay. Ersteindruck, muss ich sagen, gefällt mir richtig gut, das Spiel.
Zimmer rein. Zimmer 610 war es, glaube ich. Soweit ich mich erinnere. Genau. September. Okay, es verstreichen die Tage. Es sammelt immer weiter Informationen. Und jetzt müsste ja die Demo starten. Also da, wo wir in der Demo erwacht sind, müsste ja jetzt losgehen, glaube ich. God, an entire week and I still don't have anything useful for the report. All I've done this whole time is run myself around in circles. A shower sounds amazing right now. Diese komischen Zeitlöcher. Das Hotel. Ist wahrscheinlich sowas wie Kapitel 1, würde ich mal behaupten. Genau, jetzt startet die Demo mehr oder weniger, hätte ich gesagt. My head. What just happened? Jesus, everything's torn to shreds. Did somebody ransack my room while I was unconscious? Okay, wie es aussieht, sind wir jetzt im Hotelzimmer aufgewacht. Also so wie es bei der Demo damals war. Und ich wusste noch, das war nicht ganz so einfach, da rauszukommen. Hello? Who's that? Shit. It's stuck. Ja, die Tür war ja zu, genau. Was ist das? Lieber Roberto, ich habe dir noch ein paar Dinge hinterlassen, die dir helfen könnten. In dem Umschlag findest du eine Taschenuhr. Wann immer du eine Wanduhr findest, benutze die Taschenuhr, um die Uhrzeit einzustellen. Wenn ich richtig liege, sollte dies eine Brücke zu diesem Zeitpunkt schaffen, die es dir ermöglicht, notfalls dorthin zurückzukehren. Außerdem habe ich auf meinen Reisen ein spezielles Kameraobjektiv gefunden, das es dir erlaubt, dich mit verschiedenen Realitäten zu verbinden. Mit verschiedenen Punkten in der Zeit. Damit kannst du Dinge sehen, die sonst niemand sehen kann. Ich hoffe, dass wir uns bald endlich wiedersehen. Liebe Grüße, E. Okay. Okay, das ist wahrscheinlich die berühmte Taschenuhr. Können wir hier ran machen? Ich glaube, das ist dann so eine Art Speicherpunkt. You can knock it off with the practical jokes now. Ja, ist doch okay. Ich komme doch sowieso nicht raus. Brauchst doch nicht ständig klopfen. Was denn los? Mein Gott, ist doch okay. So. Wir müssen uns auf jeden Fall sehr, sehr gründlich umschauen. Aber da war das Safe. Es ist jetzt alles so noch original wie in der Demo. Ich weiß es als Passwort nicht mehr. Das müssen wir halt irgendwie versuchen rauszufinden. Ah, das ist aber neu, dass hier nichts mehr an der Wand ist. Da waren nämlich irgendwelche Haken an der Wand. So, was haben wir hier? Slot. Ah! Stimmt, da kann man ja unser Inventar erweitern. Hier war auch nochmal ein Passwort. Kann man so nerven. Die Tür war auch zu, gell? Da braucht man einen Schlüssel. Die Paradoxe meines Lebens. Okay.
klar. Ich weiß nicht, wer da ständig klopft, aber es geht mir tierisch auf den Sack. September 2009. Jetzt haben wir hier. Tris Trilhas Gassette. Samstag, 19. März 1996. Mädchen von eigener Mutter ermordet. Die Ermittlungen im Fall des Gasmädchens, bekannt als Soraya Reis, haben diese Woche eine neue Wendung genommen. In Untersuchungen zufolge wurde das Leck, das bisher als Unfall gemeldet wurde, vorsätzlich verursacht. Die Ermittlungen deuten auf die Eltern des Mädchens als Hauptverdächtige hin. In einem Interview sagte Sorayas Mutter: "Es ist absurd, was man mit uns macht. Als es hieß, dass es sich nicht um einen Unfall handelte, haben wir Antworten erwartet. Keine Anschuldigungen. Mein Mann und ich haben Angst. Wir glauben, wer auch immer Soraya getötet hat, hatte noch schlimmere Absichten. Wir sind sicher, dass dieser jemand auch uns töten wollte. Doch glücklicherweise waren wir nicht im Haus. Soraya war doch noch ein Kind. Was für ein Monster bringt es über sich, ein Kind zu töten? Der für den Fall zuständige Beamte hat der Familie verboten, die Stadt zu verlassen. Sie stehen unter Beobachtung durch die örtliche Polizei." Mehr über den Fall. Als die Eltern von Soraya Reis am Abend des 10. September nach Hause kamen, nahmen sie beim Öffnen der Tür einen starken Gasgeruch wahr. Sorayas Vater rief nach dem Mädchen, erhielt jedoch keine Antwort. Verzweifelt schaltete er den Hauptstromschalter aus und schloss dann das externe Gasventil. Er rief die Feuerwehr, die am Tatort eintraf und Sorayas Leiche fand. Während das Mädchen schlief, waren die Eltern zur Apotheke gefahren, um Kopfschmerztabletten zu besorgen. "Ich bereue jeden Augenblick, dass wir sie nicht geweckt haben, um sie mitzunehmen. Aber sie hatte tief und fest geschlafen, wie ein kleiner Engel. Als wir zurückkamen, war alles vorbei", so die Mutter. Die Beerdigung fand am 12. Dezember statt. Spurensicherungen hat das Haus untersucht, um die Ursache für das Leck zu finden. Aber noch stehen die genauen Ergebnisse aus. Das Verbrechen bleibt ungelöst. Okay. Ach ja. Investigationstafel. Das hat überhaupt nichts gebracht. Okay. Das hat überhaupt nichts gebracht. Okay. Lesen. Beginn der Untersuchung. Ich habe mehrere Fotos von den zugänglichen Bereichen des Hotels gemacht und einige Informationen an meine Investigationstafel geheftet. Im Gespräch mit Stadtbewohnern fand ich heraus, dass man sich einen Mythos über ein Mädchen erzählt, das in der Stadt ermordet wurde. Es heißt, dass ihr wütender Geist das Hotel seither terrorisiert. Seit ihrer Gründung ist es in der Stadt immer wieder zu mysteriösen Vermisstenfällen gekommen. Dabei traf es neben Grubenarbeitern auch einen berühmten Ermittler. Das Geheimnis der vermissten Bergarbeiter. Die Mine von Tres Trilhas bleibt nach einem mysteriösen Unfall geschlossen. Berichten zufolge kam es zu einem Einsturz, bei dem 20 Bergarbeitern verschüttet wurden. Die Familie wartet darauf, dass der Eigentümer der Mine, Christopher, eine Erklärung abgibt. Berühmter Ermittler vermisst. Juli 1960. Rätsel in Tres Trilhas. Nach einem mehrtägigen Aufenthalt im Hotel St. Difne in der Stadt Tres Trilhas ist der Ermittler Juan Luis scheinbar spurlos verschwunden, was unzählige Gerüchte über seinen Verbleib ausgelöst hat. "Ich finde nur Geschichten aus der Vergangenheit, keine neuen Ereignisse oder aktuelle Berichte. Es scheint, als sei meine Informationswelle nicht ganz korrekt gewesen." Okay, was haben wir hier? Ein weiterer verlorener Tag. Alle Informationen, die Stephanie mit mir über Erscheinungen und seltsame Ereignisse erzählt hat, scheinen eine Lüge zu sein. Ich habe nichts gefunden, was es zu berichten gibt, geschweige denn einen Hinweis darauf, dass bereits etwas passiert ist. Nach einer Woche hier kann ich abschließend getrost sagen, dass es nichts zu erforschen gibt. Ich sollte mich morgen eigentlich mit Stephanie treffen, aber das werde ich nicht tun. Im Augenblick möchte ich einfach nur noch nach Hause. Wenn Journalist zu sein sowas bedeutet, hätte ich lieber meine anderen Optionen wählen sollen. Okay. Das war's, wie es aussieht. Ist hier noch irgendwas Interessantes? Da hat überhaupt nichts gebracht. Nichts gebracht. Aktionstafel. Okay.
Ja, klopf halt noch mal eine Stunde weiter von mir aus. Mir ist scheißegal. Auf jeden Fall nervt's. Hier gibt's sonst auch nichts mehr zu sehen. Ihr könnt jetzt natürlich noch den Laptop kurz lesen. Da stehen ja auch noch mal ein paar Informationen drin. Okay, von Roberto an Stephanie, betreff Artikel über Tristrelhas. 7.19.2009, 15.03. Hallo Stephanie, wie geht es dir? Ich heiße Roberto. Wir haben über das RSI-Forum miteinander gesprochen. Wie ich bereits erwähnte, habe ich gerade mein Studium als Journalist abgeschlossen und bin sehr an dem von dir erwähnten Vorschlag einer Untersuchung von Tristrelhas interessiert. Ich interessiere mich sehr für investigativen Journalismus und glaube, dass dies der ideale Einstieg für meine zukünftige Karriere sein könnte. Ich würde mich freuen, wieder von dir zu hören und weitere Informationen zu erhalten. Du kannst mich jederzeit kontaktieren. Mit freundlichen Grüßen, Roberto L. Lopez. Okay, sie hat dann geschrieben am 7.9.2009, 19.35 Uhr. Betreff Artikel über Tristrelles. Hallo Roberto, mir geht es gut, vielen Dank. Ich freue mich, dass du dich für diese Geschichte interessierst. Seit ich mich erinnern kann, geschehen hier seltsame Dinge, die immer mehr Menschen aus der Stadt vertreiben. Es ist wirklich eine Schande, da die Stadt wirklich ein wunderbarer Ort ist. Ich schicke dir einen Link zu allen Informationen, die wir bisher haben. Ich bitte dich, alles sorgfältig zu lesen, bevor du den Job annimmst. Es ist uns sehr wichtig, dass es dir ein echtes Bedürfnis ist, hierher zu kommen, um die Vorgänge zu untersuchen. Ich zweifle nicht daran, dass dein Herkommen eine große Chance für deine Karriere sein wird. Je größer die Herausforderung, desto größer die Belohnung, nicht wahr? Ich freue mich darauf, von dir zu hören. Liebe Grüße, Stephanie Freitas. Okay, am 8.9.2019 um 5.14 Uhr hat Roberto wieder geschrieben. Artikel über Tristrelhas. Hallo Stephanie. Entschuldige, dass ich dir schon so früh am Morgen eine E-Mail schicke. Aber ich hatte einfach das Gefühl, dass ich dich so schnell wie möglich kontaktieren muss. Ich habe die ganze Nacht damit verbracht, die Berichte und Dokumente zu lesen, die du mir geschickt hast. Sie sind unglaublich. Die mysteriösen Geräusche, das Verschwinden von Gegenständen und Menschen, das ist wirklich eine faszinierende Sache. Nach all diesen Informationen freue ich mich nun umso mehr, meine Taschen zu packen und nach Trillhess zu kommen, um mich selbst zu überzeugen. Ich bin auf jeden Fall dabei. Okay, Stephanie hat dann am 8.9. wieder geschrieben, um 7.02 Uhr. Hallo Roberto, das sind tolle Neuigkeiten. Wir freuen uns schon auf deine Ankunft. Vor allen Dingen wir freuen uns schon auf deine Ankunft, okay? Wahrscheinlich sind die Flüge in der Zeit vom 10. und 12. diesen Monats am günstigsten. An den Wochenenden sind die Flüge immer teurer. Als Unterkunft empfehle ich dir das St. Diffner Hotel. Die Lage ist perfekt und die Preise sind relativ günstig. Ich kenne dort mehrere Leute. Solltest du Schwierigkeiten haben, ein Zimmer zu reservieren, schicke einfach eine E-Mail an calessandra@stdiffnerhotel.com, BR, mit dem Hinweis, dass Stephanie Freitas ein Zimmer gebucht hat. Sag mir Bescheid, sobald du im Hotel angekommen bist, damit wir uns treffen können. Okay, Roberto hat dann wieder geschrieben am 8.9. Hi Stephanie, ich war gestern noch ziemlich lange wach und habe daher heute ein wenig verschlafen. Ich habe eine E-Mail an deinen Kontakt im Hotel geschickt und heute Morgen meine Flugtickets gekauft. Dein Freund im Hotel sagte, dass ich jederzeit einchecken kann. Es scheint nun alles geklärt zu sein. Sobald ich im St. Diffner angekommen bin, melde ich mich bei dir. Vielen Dank für diese Gelegenheit. Freundlichen Grüßen, Roberto. Okay, dann hat Roberto nochmal geschrieben am 11.09. Hallo Stephanie. Ich habe gerade in mein Zimmer hier im St. Diffner eingecheckt. Ich wohne in Zimmer 610 in Block B. Sobald ich mich ein wenig ausgeruht habe, kann ich mit den Ermittlungen beginnen. Okay, dann hat Roberto nochmal geschrieben am 13.09. um 20.15 Uhr. Hallo Stephanie, ist alles in Ordnung? Ich habe versucht, dich über das RSI-Forum und per Telefon zu erreichen. Bist du immer noch mit den Ermittlungen einverstanden? Als ich das Zimmer gebucht habe, hat dein Kontakt hier im Hotel gesagt, dass du manchmal wegen deiner Arbeit tagelang nicht erreichbar bist. Aber es sind jetzt schon ein paar Tage vergangen und ich habe nicht mehr viel Zeit bis zu meinem Abflug. Bitte melde dich, sobald du diese E-Mail erhältst. Ich warte auf deine Antwort. Okay. Dann 5 Tage später, also fast eine Woche, nicht ganz eine Woche, hat
Roberto nochmal geschrieben an Stephanie. Hallo Stephanie, ich weiß nicht genau, was dir zugestoßen ist oder warum du nicht mehr antwortest, aber ich dachte, ich sollte dich wissen lassen, dass meine eigenen Nachforschungen nicht wirklich viel gebracht haben. Jedes Mal, wenn ich neue Informationen fand oder eine neue Spur verfolgte, kam ich wieder am Anfang raus. Das ein Ereignis, das meine Aufmerksamkeit erregt hat. Die Beweise und Geschichten rund um das Gasmaskenmädchen scheint in meinem Zusammenhang mit all den anderen zu stehen. Schade, dass du mir in den letzten Tagen nicht helfen konntest, aber so ist das nun mal. Diese ganze Reise war eine riesige Zeitverschwendung für mich. Ich werde heute Abend meine Koffer packen und fahre morgen früh wieder nach Hause. Du wirst dir jemand anderes suchen müssen, der dir dabei hilft, eine Geschichte über Tress Trilhess zu schreiben. Okay, also sie hat sich ja nach einer Zeit nicht mehr gemeldet. Was schon sehr merkwürdig ist. Bild eines Heiligen. Ich weiß nicht, welcher Heilige das ist. Was haben wir hier? Was für ein schönes Bild. Wer der Künstler wohl ist. Oder wer wohl der Künstler ist. Okay, wir haben ja hier was gefunden. Ich glaube, das Teil, damit kann man ja irgendwie... So, nochmal gucken. 5, 6, 7. 6. 6, 5, 7 müsste der Code dann theoretisch sein. Schauen wir mal. 6... 5, 7 vielleicht. Ja, perfekt. Okay, das war jetzt nicht so schwer. Badezimmerschlüssel. Okay, interessant. Alles klar, machen wir kurz Facecam wieder an. So, dann schauen wir uns mal im Badezimmer um. Was denn da so abgeht. Sehr einladend. Sehr, sehr einladend, muss ich sagen. Was haben wir hier? Kameraobjektiv, okay. Sehr schön. Das kann man jetzt nicht verwenden. Ich weiß nicht. Kann man hier nicht irgendwas machen? Ah! Hier ist es doch. Okay. Lesen. 6 weiße Hemden, 2 schwarze Hosen, Bäcker, Rasierer, Zahnbürste, 6 Unterhosen, 6 paar schwarze Socken, 3 Krawatten, Kamera und Objektiv, Schuhe, Safe Passwort 37251. Okay. 27351. Ja, was? 37251. 37251. Ah, okay. Da ist unsere Kamera. Sehr schön. So, jetzt kann man das nämlich miteinander verbinden. Kombinieren und schon haben wir eine vollwertige Kamera. So. Okay, ich kann planen, was jetzt gerade abgeht. Irgendwas ist gerade seltsam. Steht da? Ophia. Keine Ahnung. Okay. Komm wieder dieses schwarze Loch. Shit. No, no. Again. Scheiße. Geil. Phobia, St. Diffner Hotel. What the fuck was that? Okay, das haben wir ja schon gelesen.
Hier sind wir jetzt. Die Dinge werden immer eigenartiger und seltsamer. Es ist ein Mädchen mit einer Gasmaske aufgetaucht. Ich habe keine Ahnung, was oder wer dieses Mädchen ist. Ich weiß nur, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann, was in meinem Zimmer passiert ist. Hier herrscht das reinste Chaos und mein Kopf tut weh. Könnte sie das ominöse Geistermädchen sein, von dem so viel erzählt wird? Das ist sehr gut möglich auf jeden Fall. Aber komm, wir lassen einfach das Wasser mal laufen. Ist ja nicht meine Wasserrechnung, wo ich da bezahlen muss. Und siehe da, die Tür ist auf. Okay. Und da hat uns direkt mal jemand beobachtet. Sehr schön. So, ich würde sagen, wir speichern mal kurz. Ja, wir nehmen Platz direkt den hier. Ah, okay. Ah, er nimmt es immer mit. Okay. Das heißt, jedes Mal, wenn wir so eine Uhr hier finden, können wir speichern, was schon mal ziemlich cool ist. Alles klar. Zielsetzung aktualisiert. 611. Karte der 6. Etage. Okay. Was haben wir hier? Es ist wichtig zu wissen, wie man Verbände richtig anlegt. Ich schlage vor, dass jeder stets etwas Verbandsmull und Heftpflaster bei sich hat. Dies ist für einfache Verbände vollkommen ausreichend. Sollte sich etwas Alkohol auftreiben lassen, nutze sie diesen, um die Effektivität von einfachen Verbänden zu erhöhen. Im Moment ist das alles, was wir tun können, bis Hilfe eintrifft. Dr. Roger Leitao. Okay. Was haben wir hier unten? Das ist mal gar nichts, wie es aussieht. Okay, dann brauchen wir wieder einen Schlüssel. Hier ist auch nichts mehr. Ah! Haben wir unseren Slot wieder erweitern, sehr gut. Ah, das wird auf jeden Fall noch wichtig werden. Wir können ja noch eine ganze Menge erweitern. Ich vermute mal, bis hier unten könnte eventuell alles vollkommen. Vollgehen. Super. Alter. Mich voll erschrocken, Mann. So, wir müssen natürlich ab und zu auch mal die Kamera benutzen. Der Hirsch ist nämlich eine ein Landschaftsbild mit Fibonacci-Geometrie. Was weiß ich, was das sein soll. Noch nie gehört. Okay. Altes Buch. Und noch nix. Zeichnungen, das erinnert mich an die Statue im Festsaal. Okay. Das Gesicht kommt mir bekannt vor. Ah, ist das nicht der Typ aus der von der Rezeption? Oder? Sieht ein bisschen so aus. Weiß es nicht. Bild eines Frauenkörpers. Es scheint handgemalt zu sein. Warum ist da hinten Blut? Ist das? Schriftzug an der Wand. Die Kamera verbindet die Welten. Okay, wie gesagt. Kamera benutzen und siehe da. Schon ist ein Durchgang da. Was für ein Zufall. Whoa, this camera is... How is this possible? So, jetzt ist sie wieder weg. Ah, es ist cool gemacht. Also wie gesagt, die Demo hat mir damals schon richtig gut gefallen. Und ist natürlich auch naheliegend, dass das Spiel da mir gut gefällt. Okay, die Kamera verbindet die Welten. Es gibt Dinge, die ich nur durch diese Linse sehen kann. Was ist das überhaupt für eine Welt? Okay. Also er tut alles in sein Tagebuch dokumentieren, was ich schon mal sehr cool finde. Ja klar, wenn man halt irgendwelche Hinweise oder irgendwelche Beweise braucht, ist es schon nicht so verkehrt. So. Was zu? Schlüssel für eine Schublade. Find heraus, was mit dem Hotel passiert ist. Okay. Oh! Dieses Safe, dieses Geistermädchen, wo von ihren Eltern daheim gelassen wurde und an einer Gasvergiftung gestorben ist. Ich gehe mal stark vor. Stimmt, hier müssen wir jetzt wieder durch. Ich muss mich noch dran gewöhnen an die Kamera. Dass das unsere Welten verbindet. Was ist hier?
Schriftzug. Das ist nicht nur eine Kamera. Was? Das ist nicht nur eine Kamera. Ja, was dann? Ich weiß nicht genau, was das sein soll. Aber egal. Jetzt hier auf jeden Fall den Schlüssel für die Schublade. Okay, noch ein Schlüssel gefunden für 608. Alles klar. Das ist super. Ist hier eine Taschenlampe oder irgendwas? Ich sehe nichts. Wir müssen halt schauen. Wir laufen einfach mal hier durch. Das ja Coole ist ja, dass die Kamera auch so eine Nachtsichtfunktion hat. Das heißt, wir wissen dann ungefähr, wo wir lang zu laufen haben. So, 608. 608, genau. Okay. Sehr gut. Ja, wir kommen doch schon relativ gut voran, würde ich sagen. Ich meine, klar, das kenne ich jetzt alles schon aus der Demo. Deswegen ist es jetzt nicht so schwer. Da jetzt irgendwas... Ist ja noch nicht so lange her, wo wir die Demo gespielt haben. Wenn ihr das natürlich gesehen habt, dann wisst ihr, von was ich rede. Und ihr wisst ja dann auch ungefähr, wann es wieder blind wird. Also wann ich dann selber keine Ahnung mehr habe, wo es weitergeht. So. Bis jetzt war, glaube ich, alles noch so wie in der Demo. Wenn ich mich recht erinnere. Was ist hier? Ist gar nichts. Hier müssen wir auch wieder einen Schlüssel finden. Okay. Vielleicht liegt da hier irgendwo ein Schlüssel rum. Wenn wir Glück haben. Was ist das? Oh Gott, ein abgetrennter Arm. Was geht hier vor? Ugh. Nicht. Aha. Aha. Okay. Es macht normalerweise eigentlich gar keinen Sinn, aber es ist halt das Spielprinzip von dem Spiel. In dem her ist es in dem Fall halt so. Okay. 607 kommen wir gar nicht rein. So, was haben wir jetzt gefunden? Das Hotel ist völlig zerstört. Ich muss mindestens ein paar Minuten lang bewusstlos gewesen sein, höchstens jedoch einige Stunden. Aber wie konnte in so kurzer Zeit so viel passieren? Wo sind alle hin? Ich fühle mich verloren und habe Angst, aber ich muss ruhig bleiben. Hier geht etwas Merkwürdiges vor sich und ich muss herausfinden, was es ist. Schließlich bin ich ja genau deshalb hierher gekommen, oder? Hm. Du wolltest doch deine Story haben, dass hier irgendwas Übernatürliches passiert ist. Hast du doch. Sascha, hier deine Story. Okay. Was? Hier kommen wir sogar direkt rein. Ist ja cool. Okay, wir schauen uns hier mal kurz um. Aber nicht in jedem Raum müssen wir die Kamera benutzen. Das müssen wir auch erstmal lernen. Hier haben wir wieder was zu lesen. Ich habe versucht, mit den anderen hinaus zu gelangen, aber ich stecke hier oben fest. Einer der verbleibenden Wachleute hat mir gesagt, er hat mir das Passwort für dieses Tor gegeben. Es lautet 67352. Besonders viel hat mir das nicht geholfen, denn leider hat es nicht erwähnt, dass man eine Schlüsselkarte braucht, um den verdammten Code überhaupt eingeben zu können. Ich muss selbst irgendwie zu den anderen hinuntergelangen. Ich werde nicht hier sterben, auf keinen Fall. Okay. Haben wir denn eigentlich... 67352. Okay, wir brauchen ja die Sachen nicht aufschreiben, weil er nimmt ja zum Glück die Notizen sowieso immer mit. Okay, das heißt, hier brauchen wir den Code. Aber als allererstes brauchen wir da noch eine Schlüsselkarte für. Sonst bringt der Code nämlich gar nichts. Alles klar. Ist jetzt schon wieder los. Ich hasse es. Hat mich da gerade jemand angeschaut? Okay. Tür klemmt, aber mit dem passenden Werkzeug kann ich sie bestimmt öffnen.
Schlüssel? Ist hier. Ah! Da ist wieder unser Mädchen. Interessant. Also ich weiß nicht, ob das Mädchen uns irgendwas Böses möchte. Es kann auch sein, dass es uns vielleicht einfach helfen möchte. Finde ich auch gut möglich, aber... Ja, wo es geht wieder. Man sieht was. Mit Glück. Taschenlampe wäre halt auch noch ganz nett. Würde ich mal behaupten. 601. Was haben wir hier? Ah! Cool, auch nochmal zwei Slots. Sehr schön. Jetzt einfach mal schauen. Ich sehe hier halt ohne Kamera. Mit Kamera sehe ich halt hier fast gar nichts. Okay. Mehr scheint es hier nicht drin zu sein. F-Pflaster, okay, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Sind jetzt immer noch auf der 6. Etage, okay. Okay, hi, Mädel. Was will die Frau uns sagen? Oder das komische Mädchen da? Ist die Frage. Ist sie weg? Okay, 7 ist gleich G. Jetzt können wir uns ja mal ganz kurz aufschreiben. Ich weiß nicht, ob das noch von relevant ist. Von Relevanz ist. 7 ist gleich G. Ich vermute mal, dass das vielleicht wieder irgendein Code ist. Oder sowas in der Art. Was ist das? Da stand auch schon wieder gerade jemand. Jesus Christ! What the fuck is that thing? Okay. Keine Ahnung, was das sein soll. Okay, man kann hier zumindest einfach hinlaufen. Ich glaube, in der Demo war das nicht der Fall. In der Demo konnte man, glaube ich, nicht einfach dorthin laufen. Da war irgendwas versperrt. Okay, oha. Hier kann man ja aber schon mal wieder richtig schön suchen. Gut, hier oben weiß ich ja gar nicht mehr, was drin ist. Okay. Ein. Schreiben wir uns mal auf, was auch immer das bedeuten soll. Na gut, er nimmt es ja hier immer mit. Ein Muster. Ein Muster. Irgendwas machen? Nö, wie es aussieht, auch nicht. Okay. Gar nichts öffnen. Brauchen wir auch schon wieder einen Schlüssel. What the fuck? Kommen wir hier noch weiter? Schau mal, das ist gesperrt. Hier kann man noch was. Rote Karte. Ah, das ist wahrscheinlich die, aus Sicherheitsgründen wurden verschiedene Kartenlesegeräte für den Zugang zu dem gesperrten Bereich des Hotels installiert. Die neue Anlage dient vor allem der Sicherheit aller Beschäftigten. Jede Karte öffnet nur das Panel der jeweiligen Farbe. Zusätzlich zur Karte muss ein Passwort eingegeben werden. Vielen Dank für Ihr Verständnis, die Verwaltung. Na dann. Aber schon geil, wenn ich jetzt hier das Teil aktiviere, dass wir jetzt hier durchlaufen können. Weiter. Was
haben wir denn? Eine rote Karte haben wir. Das heißt, wir kommen ja hier schon mal auch gar nicht weiter. Aber. Nein. Doch nicht. Zählschlüssel haben wir ja nicht. Hier sind wir lang. Okay. Dann klingelt jetzt das Telefon. Hello? Who are you? What are you doing here? Look, please. I need help. Someone, something attacked me last night. I was knocked out for God knows how long. And the entire hotel is completely destroyed. Stop. Answer me. Roberto. My name is Roberto. I came here last week to investigate the people who have been going missing. I got a tip from a girl named... Hold on. Roberto? Like, Roberto Leche Lopez? Yes, that's right. Wait, how do you know my name? No, no, that's not possible. There's no way. How are you still here? It's been over a year since I told you to come here. I thought they killed you. Wait, Stephanie? Is that you? Does he know about this? Is that part of the plan? Does who know about what? And what do you mean it's been over a year? What the hell are you talking about? Shit. Call you once you get there. And listen, be careful. There's no telling what could still be luring around the hotel. What do you mean? Wait, hello? Hello? Stephanie? Damn it! What the fuck is going on? Well, first floor it is then. Okay. Alles klar, das haben wir ja gelesen. Es ist schon über ein Jahr. Was meint Stephanie damit? Erst verschwindet sie, dann wird das Hotel zerstört und jetzt sagt sie mir, dass ich seit über einem Jahr hier drin bin? Ich verstehe das nicht. Es kann doch nicht sein, dass ich so lange bewusstlos war und noch lebe. Ich muss in die erste Etage hinauf und versuchen, Antworten zu finden. Okay. Ist klar. Okay, wo wir jetzt auf jeden Fall hin können, ist zu diesem Sicherheitsraum. Der war ja hier. Oh, hi. Verwenden. Jetzt weiß ich allerdings das Passwort nicht mehr auswendig. Muster 67352. Okay. 6, 7, 3, 5, 2. Das müsste ja. Genau. Haben wir jetzt die Karte noch? Die Karte haben wir noch. Okay. Interessant. Okay, was ist das? Schon sehr merkwürdig. Was ist das? Leider nicht lesen. Da nicht rein. Da brauchen wir auch wieder ein Passwort. Ist das jetzt immer das gleiche? 6, 7, 3, 5, 2. Ne. 6, 7, 3, 5, 2. Ne, ist ein anderes Passwort. Okay. Steht hier vielleicht irgendwas drauf? Irgendwas Portugiesisches. Ich kann es leider nicht lesen. Scheint auch nichts zu geben. Gibt's hier noch? Okay, hier geht's auch rein. What the fuck, ey? Bin nicht zu. Hier gibt's auch wieder eine Art Code. H8 diesmal. Das brauchen wir nicht mehr. Okay.
können hier sogar runter. Was? Brauch mal wieder einen Code. Ah, endlich mal eine Taschenlampe. Ja, Wahnsinn. Ja, endlich, ey. Ja, was haben wir hier? Ankündigung. Sehr geehrter Administrator, hier ist das Passwort für dieses Schließfach. AFD HGA. Bitte dran denken, 6 ist gleich F. Ich weiß, dass diese Information aufgrund Ihrer Ausbildung ausreicht, um den notwendigen Code eingeben zu können. Für den Fall, dass es Ihnen dennoch nicht einfallen sollte, wird einer unserer Anhänger auf dem Weg zur 5. Etage etwas markieren, das die Dinge klärt. Die Verwaltung. Okay, 6 ist gleich F. So, 7 ist gleich G. 6 ist gleich F. H ist gleich 8. Okay. Dann gucken wir mal kurz. Dokumente. AFD, HGA. AFD, aber. Was für ein Zufall. A, F, D, A, G, A. Also G haben wir schon, ist die 7. D ist gleich, also F ist gleich 6 und H ist gleich 8. 8. Okay. Alles klar. Boah. Okay, da müssen wir aber noch ganz schön viele. Es wird. Ne, das ist dreistellig. Ich kann ja mal 6, 8, 7 eingeben, aber es wird wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich keinen Sinn machen. 8, 7. Sagen, das macht ja eigentlich keinen Sinn. Ne? Wir können sogar noch mal runter. Jetzt hier hin. Punkte, die zum Verbessern von Ausrüstung verwendet werden. Gegenstände verbessern. Du hast einen Verbesserungsgegenstand erhalten. Geh auf die Registrierkarte Verbesserungen in deinem Inventar, um mit Hilfe der Punkte deine Ausrüstung zu verbessern. Okay. Erhöht die Weite des Nachtsichteffekts. Scheint es aber jetzt nichts mehr zu geben. Außer diese eine Verbesserung. Okay. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als erstmal wieder zurückzugehen. Und nach weiteren Hinweisen zu suchen. Hier ist H8, das haben wir ja schon. Komme ich leider nicht rein. Hier ist sogar noch ein Revolver. Alter. Oh, cool, dass wir jetzt zumindest eine Kamera haben. Eine Taschenlampe haben. Das finde ich doch schon mal sehr. Vernunft eines Verrückten. Nee. Komm ich auch nicht weiter. Hier ist wahrscheinlich der Code, wo wir brauchen. Es könnten halt immer noch zu viele Zahlen sein, um dass ich jetzt irgendwas rausfinden könnte. Okay. Was haben wir denn noch aktuell? Nicht mehr so wirklich viel. Eigentlich nur noch runtergehen. Anderes wüsste ich jetzt nicht, wo ich noch hin soll. Hier halt irgendwo. Ist das?
Okay. Ich bin in der Nähe des Hotels auf einige dieser seltsamen Spinnen gestoßen. Woher könnten sie gekommen sein? Sie sehen gefährlich aus. Ich bleibe ihnen besser fern, bis ich mich verteidigen kann. Okay. Alter, was sind das für Kackviecher, ey? Okay. Da möchte ich mich eigentlich nicht unbedingt mit anlegen. Kann man das kombinieren? Ah. Interessant. Ich muss doch da lang. Scheiß Drecksviecher, ey. Muss hier lang. Was soll ich sonst machen? Alter. Wieder so ein Verbesserungsteil. Ah, und wieder eine Schlüssel. Was haben wir hier? Hier schon wieder ein Slot hinzugefügt. Sehr schön. Kann ich jetzt mal irgendwas verbessern? Nee. Erhöht die Weite des Nachtsichteffekts. Ja, das haben wir doch schon. Alles gemacht. Muss mich wieder verbinden. Komm mal hier. Wie so viele andere habe auch ich viel über die Stadt im Internet gelesen. Aber natürlich habe ich nichts davon geglaubt. Ich meine, wir reden hier schließlich vom Internet, nicht wahr? Aber ich habe sie hier gesehen, dieses Mädchen. Sie ist einfach wie aus dem Nichts aufgetaucht, einfach so. Kurz bevor sie auftauchte, gingen um uns herum alle Lichter aus und es wurde dunkel. Und wenn ich Lichter sage, meine ich nicht nur elektrische Lampen, sondern alle möglichen Lichtquellen. Es war stockfinster. Außerdem war sie von einem giftigen Gas oder einer Art Strahlung umgeben. So oder so, es tat höllisch weh. Mein Kopf brennt immer noch. Auch der Doktor war mit mir dort. Er kann beweisen, dass ich nicht lüge. Ich frage mich, ob Stephanie mich nur hierher eingeladen hat, um mich vom Übernatürlichen zu überzeugen, oder ob sie Antworten auf all das erwartet. Aber wahrscheinlich ist das nicht wirklich von Belang. Es gibt keine Erklärung für das, was ich gerade erlebt habe. Gar keine. Ricardo Lima. Okay. Tür nicht öffnen. Na schön. Komme ich auch nicht weiter. Okay. Sehr komisch. Vorbei ist wohl. Man nützt mir halt auch nichts. Eine gute Frage, wo muss ich hier weiter? Obwohl, warte mal. Ich könnte probieren, nochmal hier lang zu gehen. Hier komme ich auch nicht wirklich weiter. Wir haben
irgendwas übersehen. Nichts machen. Da komme ich auch nicht weiter. Das ist natürlich echt doof. War ich doch vor uns drin oder bin ich jetzt doof? Ist das nicht hier? Das war doch weiter oben. Ist das Zeug im Dings auch schon weg? Ja, auch schon da. Gibt es da einen Durchgang? Ne, da gibt es keinen Durchgang. Merkwürdig, merkwürdig. Also ich wüsste jetzt nicht. Feld, wo ich hier noch hin soll. Komm ich auch nicht rein? Komm ich auch nicht rein. So, da brauche ich wieder einen Schlüssel. Hier war das mit dem Zimmer. Ich habe ja hier noch irgendwas übersehen. Klar, wir können jetzt natürlich raten. Habt ihr noch irgendwelche Dokumente, wo das vielleicht Ankündigung, Passwort? Das kennen wir ja auch schon. Tja, Muster. Ein Muster. Gut, für rote Karte, Bandagen, letzte. Bringt mir alles nichts. Noch höher geht's ja hier nicht. Obwohl doch, repariere den Aufzug. Aber wir müssen irgendwas finden, um was runterzuziehen. Leider auch nichts. Ne, es nützt mir alles nichts. Sich nichts geändert. Was hat das denn zu bedeuten? Das ist halt die Frage.
ist auch nichts mehr zu finden. Wo ist es? Wieder zurück, aber bringt mir nichts. Ah, hier ist noch ein Durchgang. Hier war ich, glaube ich, auch schon. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch hier irgendwas übersehen noch. Aber ich ja auch nicht. Das ist nicht nur eine Kamera, Schriftzug an der Wand. Ah, vielleicht gibt es ja hier noch irgendwelche Hinweise. Ist mir halt auch nicht viel, oder? Ich weiß nicht, ob die Zahlen irgendwas zu bedeuten haben. Hier immer die gleichen Zahlen dastehen, aber eh kein Plan, ey. Wir hier schon zum Zimmer gewesen. Dann haben wir ja auch schon alles erledigt eigentlich. Ist nah. Schriftzug an der Wand. Ne, hier brauche ich nicht weiterschauen. Jetzt noch mal ganz kurz die Notiz. Da war's. Für den Fall, dass es Ihnen jeden dennoch nicht einfallen sollte, wird einer unserer Anhänger auf dem Weg zur 5. Etage etwas markieren, das die Dinge klärt. Weg zur 5. Etage. Unsere Anhänger etwas markieren, das die Dinge klärt. Aber was soll das sein, ist die Frage. Ich stehe gerade echt ein bisschen auf dem Schlauch. Wenn ich ehrlich bin. Ja auch schon aus. So, vom Weg zur 5. Etage, das kann ja dann nur das hier gewesen sein. 7 ist gleich G. Theoretisch. Weg zur 5. Etage. Das ist ja das. 7 ist gleich G, das haben wir ja aber schon.
87. Da steht da so ein Zettel. Jetzt hier nochmal irgendwas zu sehen. Dokumente vorhanden. Ein Muster vorhanden. Nichts mehr öffnen. Komme ich auch nicht wirklich weiter. So. Ja, vielleicht muss ich. Das kann auch nicht sein. Das ist ja dann schon der komplette Code. Die kann ich doch nie im Leben raten. Hab ich doch vergessen, ey. Jetzt natürlich hier nochmal umschauen. Ah! Aha. Hier war ich. Hä, das war schon. Ist doof. Hier gibt's nichts mehr Interessantes. Echt jetzt? Oh, ein Schlüssel. Das ist mir halt auch nicht viel, der Schlüssel. Also, ich hab halt keinen Schlüssel. Das wollte ich sagen. Nicht öffnen. Das ist halt auch gar nichts. Das bringt mir halt alles nichts hier irgendwas. Also hier bringt mir nichts hier rumzurennen. Komisch. Sonst auch nicht weiter, hier ist ja alles vorabgestellt oder verstellt, vollgestellt, wie man auch immer es nennen mag. Ist hier noch irgendwas Interessantes? Nicht so aus. Komisch. Ich halt probieren könnte. Halt echt nicht den Code von dem Teil. Es ist dreistellig. 687 vielleicht? Oh, das haben wir ja schon gemacht. 87. Ha. 8 7 6. Kann es auch nicht sein. Ne, keine Ahnung, ey. Dann natürlich auch den Text nochmal kurz lesen. Mister. Dieses Schließfach.
X ist gleich F. Bitte dran denken. 6 ist gleich F. A müsste ja dann vielleicht auch 1 sein. A, B, C, D. Ah! Okay, das ist die Reihenfolge 1. D. A, B, C, D müsste dann 4 sein. Und 1. Wenn das wirklich so stimmt, also die Reihenfolge im Alphabet, an welcher Stelle halt die Zahlen vorkommen. A ist ja 1 dann in dem Fall, weil A kommt ja als erstes. Nee. Wo waren jetzt dieses komische... Hier war es, glaube ich. Gell? Probieren wir es einfach aus. So, 1... 6... 4... 8... 7... 1... Ne, das ist nicht... Da stand hier auch die Kombination für einen Safe, aber... Was denn für ein Safe, verdammt. Kann ja auch wieder 1, 1, 6, 4 sein. 1, 6. Ah! 1, 6, 4 ist es, okay. Und 8, 7, 1. In dem Fall. Okay. Ach so, WC-Schlüssel, Pistolenkugeln. Okay, WC-Schlüssel und Pistolenkugeln. Okay. Schon mal nicht schlecht. WC-Schlüssel war hier. Ne, doch nicht das WC. Vielleicht das WC? Auch nicht. Verarschen. Ach so, blau. Mit einem blauen Schild dran, okay. Gut, dann muss ich wieder zurück. Wo war denn hier ein WC, verdammt? Hier irgendwo ein WC? Mando, okay. Ich würde aber ganz kurz sagen, dass wir nochmal speichern und dass ich dann einfach in der nächsten Folge weitermache. Jetzt halt aktuell nur den einen Speicherpunkt, was ein bisschen blöd ist. Aber gut, ich kann es leider nicht ändern. Ich sage immer mal besser wie gar kein Speicherpunkt. Und dann würde ich sagen, machen wir einfach in der nächsten Folge weiter. So, überspeichern. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Däumchen da. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge.